die neue DJI Mavic Mini, was sie drauf hat und wieso sie vielleicht besser ist als andere, viel teurere Modelle, das zeige ich dir in diesem Video. Bevor ich mit diesem Video anfange und dir die Vorteile von dieser kleinen Drohne zeige, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt, einen Daumen nach oben und wenn du mir in die Kommentare schreibst, was du denn als nächstes sehen willst. Bevor ich mir letztes Jahr die DJI Mavic Mini gekauft habe, war ich am Überlegen, ob das die richtige Entscheidung ist, weil da waren zwei Sachen, die mir nicht gefallen haben. Die erste Sache war, dass diese kleine Drohne nicht die Möglichkeit hatte, Einstellungen in Videomodus vorzunehmen. Das heißt, die Kamera hat alles automatisch geregelt und du konntest einfach nur so aufnehmen, wie die Drohne es selber einstellt. Dann habe ich den DJI-Verkäufer im Shop gefragt, wie es denn aussieht, ob es möglich ist, dass DJI noch ein Update bringt, so dass diese Drohne auch wie alle anderen DJI-Drohnen letztendlich manuelle Einstellungen zulässt. Er meinte klipp und klar, das wird nicht der Fall sein, weil das würde sich nicht lohnen. Für einen Preis von 399 Euro würden sie das nicht machen. Irgendwie dachte ich mir, na, ich glaube, das könnte vielleicht falsch sein. Ich habe mir gedacht, dass wahrscheinlich mit der Zeit so ein Update kommen wird. Sobald die Verkäufe von dieser Drohne vielleicht ein bisschen abnehmen und ein bisschen in Vergessenheit geraten sollten, könnte es sein, dass das DJI schlau spielt und einfach dann ein Update bringt, wo diese Features dann mit drin sind. Und jetzt, vor 7 Tagen, ist das lang ersehnte Update gekommen und ich hatte recht. Es ist möglich, mit dieser Drohne Verschlusszeit, ISO und Weißabgleich manuell einzustellen. Man hat jetzt einfach eine super kleine, kompakte Drohne, die unter 250 Gramm wiegt und man kann alle Videoeinstellungen selbst vornehmen. Die zweite Sache war folgende. Die Drohne hat keine RAW-Aufzeichnung bei Bildern. Das ist auch eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt hat, aber auch da habe ich spekuliert, dass es irgendwann mit der Zeit kommen wird, dass auch das möglich sein wird, weil rein theoretisch, hardware-technisch ist das machbar, DJI muss es nur zulassen. Bis jetzt ist das noch nicht passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieses Update kommt. So, heute bin ich extra für euch ein bisschen rausgefahren. Hinter mir ist so eine Pferdefarm. Und ich bin ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen, habe die Einstellungen ein bisschen geändert, um euch einfach zu zeigen, was mittlerweile möglich ist. Am Ende des Videos zeige ich euch Footage von der Drohne, dann könnt ihr auch mal selber sehen, wie das Material jetzt aussieht,